بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بزنت متنبوخ العربية بين يديك مت تام مدول الأسرة دي فاميليا. الدرس الخامس عشر mit dem 15. Unterricht. الأصوات وفهم المسموع. الأصوات، schreibt euch das auf, die Töne. وفهم und das Verstehen المسموع, vom, was man hört, vom Gehörenden oder eben was man hört. أولا, الأصوات عين. Wir hatten davor einige Buchstaben und heute lernen wir den Ein, wie er rauskommt. Ein ist genauso wie Ei, aber es kommt eben vom Hals und ist dick. Es gibt sechs Buchstaben, die vom Hals rauskommen. Hamza, Ha, der ganz normale Ha, und dann Ha, was ein bisschen dicker ist. Ha und Cha und Ein und rein. Diese sechs. Die alle kommen vom Hals. Natürlich jeder in einer anderen Stelle. Und die haben wir auch im Tajwid-Unterricht erklärt. Und werden im Tajwid auch El-Izhar genannt. So, wir haben hier jetzt At-Tadrib, die Aufgabe, Istami' wa a'id. Wir hören und wiederholen. Umar. عمر عمار عليكم عبد الله العباس عمه سعد. التدريب الثاني استمع وأعد. Höre und wiederhole. Natürlich werden wir die Wörter nicht jetzt erklären, weil wir hier nur auf die Töne achten werden. Also der Ein zum Beispiel, Alim, Atat, Arduha, Asir, Atau, Alam. Aber der Elif ist leichter. Alim. أتت أرضها أسير أتوا ألم. Es ist genauso wie der E zum Beispiel im Deutschen. Ente, Ä. Der Ein wieder in der Mitte. يعمر وعد يعوده سعل تعلمون. Und hier müsste eigentlich der Sukun nicht da sein. تعلمون سعال. Der Elif in der Mitte. يأمر وأدى يؤوده. Und hier zum Beispiel hat er jetzt keinen Dhamma gemacht auf dem Hamza, der ein Wow hat. Der Hamza, der Elif, der kann eigentlich auf dem Elif sein. Wir müssen jetzt unterscheiden zwischen dem Hamza und dem Elif. Der Elif ist der lange Strich. Der Hamza ist diese Kurve oder dieses Zeichen, was über dem Elif ist. Und dieser Hamza kann auf dem Elif sein, kann auf dem Wow sein und kann auf dem Ya sein. Und das ist eben, wenn ein Dhamme zum Beispiel da ist, dann ist es auf dem Wow. Wenn ein Kesra da ist, dann ist es auf dem Ya, unter mir. Wenn es Fetha da ist, auf dem Elif meine ich. Tut mir leid. So, und deswegen hier, Ya'uduhu. Wegen dem zweiten Wow, der danach kommt, weiß man automatisch, dass der davor einen Dhamma bekommt. Und gleichzeitig weiß man auch das von dem Wow. Ya'uduhu. Sa'ala. Ta'lamun. Su'al. Der Ein am Ende. جاع
أجزع. أجزاع. إرجاع. جزع. يقرع. Oder يقرع. Wenn man stoppen möchte. Am Ende, wenn man den Elif oder den Hamza am Ende hat, جاء. أجزاء. أجزاء. إرجاء. جزاء. يقرأ. Natürlich eine kleine Information so nebenbei, dass die Ägypter oder die Araber allgemein in dem Dialekt den Qaf zu einem Elif machen oder zu einem Hamza machen. Zum Beispiel Qalam, Stift. Die sagen Alam. Und da kommt man schon durcheinander, dass man jetzt Schmerz meint oder den Stift meint. Qa'ima zum Beispiel. Wenn man heiraten möchte, dann sagen die Aima anstatt Qa'ima. Und diese Qa'ima oder diese Aima ist eben die Liste, wo man eben die ganzen Möbel aufschreibt und sich das dann einteilt. Von der Frauenseite kaufen die dann eben die Sachen, die mit der Küche zu tun haben. Und das Restliche muss dann der Mann kaufen. So nebenbei. So, wir gehen jetzt runter. Subhanallah. Einen Moment. Ich habe wieder mal auf die falsche Seite gedrückt. So, wieder zurück. Gehen wir jetzt hier runter und schauen uns diesen Tadrib Thalath an. Istama' wa a'id. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا عم يتساءلون عن النبأ العظيم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Gehen wir zur nächsten Seite. Fanien, zweitens. Fahmul Mismu. Das Verstehen von dem, was man hört. التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح, richtig oder صح في المربع المناسب. Im richtigen Kasten oder im richtigen Viereck. مربع, Viereck. مربع, مملأ. Okay. Ich werde einige Wörter sagen und ihr müsst dann eben zwischen dem rechten und dem linken Bild wählen. Raqam wahid. Yusalli. Yusalli. Raqam ithnan. Ibna. Ibna. Raqam thalatha. Um. رقم أربعة
جد جد. رقم خمسة، مصلى مصلى. رقم ستة، أعم أعم. Wenn ihr etwas nicht hören konntet oder es zu schnell war, könnt ihr stoppen, es noch, euch nochmal anhören und jetzt bekommt ihr die Lösung. Raqam 1. As-suratu fil yasar. Links. Raqam 2. As-suratu fil yasar. Auch links. Raqam 3. As-suratu في اليسار. رقم أربعة، السورة في اليمين. rechts. رقم خمسة، السورة في اليسار. رقم ستة، السورة في اليسار. kommen wir zur nächsten Aufgabe. نذهب إلى التدريب التالي. Zum nächsten. التدريب الثاني. استمع ثم ضع علامة صح في المربع المناسب. Genau das gleiche. رقم واحد. هذه شجرة. هذه شجرة. رقم اثنان. هذا جدي عمر. هذا جدي عمر. رقم ثلاثة، أحمد في الغرفة. أحمد في الغرفة. رقم أربعة، أحمد يقرأ القرآن. أحمد يقرأ القرآن. خمسة، هذه صورة عمي. هذه صورة عمي. رقم ستة، هذه عمته زينب. هذه عمته زينب. رقم واحد، يمين. Wir sagten هذه شجرة. هذه شجرة bedeutet das ist ein Baum. رقم اثنان، يسار. هذا جدي عمر. Das ist mein Opa عمر. رقم ثلاثة، أحمد في الغرفة. أحمد ist im Zimmer. رقم أو في اليمين. أربعة، أحمد يقرأ القرآن. أحمد liest Koran. في اليمين. خمسة، هذه صورة عمي في اليسار. Das ist das Bild meines Onkels. Und Am ist väterlicherseits. Siebte. هذه عمته زينب في اليسار. Das ist seine Tante Zainab. Gehen wir zur nächsten Seite. Die letzte. التدريب الثلاثة. استمع ثم أشر إلى الصورة المناسبة. Höre und dann zeig zum passenden Bild. Wir haben vier Bilder, wir werden vier Texte hören und dann müsst ihr die Reihenfolge wissen. Ich fange an. من هذا؟ هذا عمي عادل. هو مدرس. أهلا وسهلا. Ich wiederhole. من هذا؟ هذا عمي عادل. هو مدرس. أهلا وسهلا. أي صورة مناسبة. Welches Bild ist passend? رقم اثنان. Nummer zwei. أين خديجة؟ خديجة في المصلى. هي
هي تصلي. أين خديجة؟ خديجة في المصلى. هي تصلي. رقم ثلاثة نمضغي. أين عماد؟ عماد في المسجد يقرأ القرآن. أين عماد؟ عماد في المسجد يقرأ القرآن. رقم أربعة مافيا. أين هذه؟ هذه أمي فاطمة، هي طبيبة. ولا تتملت. من هذه؟ من هذه؟ هذه أمي فاطمة، هي طبيبة. إيش في دولة نهمل؟ من هذه؟ هذه أمي فاطمة، هي طبيبة. So, jetzt gebe ich euch die Lösung. Rakam 1, Harf Dal. Nummer 1 ist der Buchstabe Dal. Man hada, wer ist das? Hada ammi Adil, das ist mein Onkel Adil. Huwa mudarris, er ist Lehrer. Ahlan wa sahlan, herzlich willkommen. Rakam 2, Jim. رقم اثنان جيم. أين خديجة؟ Wo ist خديجة؟ خديجة في المصلى. Sie ist im Gebetsraum. Hier تصلي. Sie betet. رقم ثلاثة ب. أين عماد؟ Wo ist عماد؟ عماد في المسجد. عماد ist نموشي يقرأ القرآن. Er liest Koran. رقم أربعة ألف. من هذه؟ Wer ist das? Weiblich. هذه أمي. فاطمة. Das ist meine Mutter, Fatima. Hier Tabiba. Sie ist Ärztin. So. Wir gehen jetzt runter zur letzten Aufgabe. Einen Moment. So. التدريب أربعة. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. Ich werde jetzt einige kleine Sätze sagen und ihr müsst dann eben wählen. أحمد في الغرفة. أحمد في الغرفة. اثنان نمبر 2 هو طالب. هو طالب. رقم 3 3 هذا جدي. هذا جدي. رقم 4 4 هذه أسرة. هذه أسرة. رقم خمسة هذه ابنتي. هذه ابنتي. رقم ستة هذه معلمة. هذه معلمة. Jetzt gebe ich euch die Lösung. Wer nicht mitkommen konnte, kann stoppen oder es nochmal hören. Und dann die Lösung hören. So. Raqam 1. Ahmed fil ghurfa. Ahmed ist im Zimmer. Jim. Raqam 2. Huwa talib. Er ist Student. Ba. 3. Hadha jaddi. Das ist mein Opa. Alif. Raqam 4. Hadhi أسرتي. جيم. رقم خمسة هذه ابنتي. ألف. رقم ستة هذه معلمة. ب. Ich hoffe, der Unterricht hat euch gefallen. Und hier bleiben wir إن شاء الله stehen. ربنا عافنا وعفو عنا واحفظنا في أسرار الفاتحة.